geht? Willkommen auf meinem... Ey, ich kann nicht mehr sprechen. Was ist denn da los, Alter? Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Folgendes. Wir haben schon wieder ein neues Video. Oh mein Gott, wie produktiv ich gerade bin. Ist ja unglaublich. Ist ja, wie als würde ich doch so einen Marathon machen. Hector Panzer wird tätowiert. Das ist der nette Herr, der hier drauf sitzt mit dem Pitbull-Shirt. Und das ist, glaube ich, die Tätowiererin. Wie gesagt, ich habe da null reingeguckt. Ich gucke mir das jetzt einfach an und ja, wir schauen mal, was passiert. Bist du ja, wie groß? Na, nicht so groß, ja, sondern halt so. Bist du die Achter liegend? Ja, nee, so wie eine Acht halt so. Halt so. Ich warte mal, er fässt da selbst drauf rum und dann wird das da jetzt noch tätowiert. Die sehe ich ja jetzt erst und das ist, was ist denn das hier? Das ist doch eine Kunsthaut. Das ist doch so eine plastikbeschissene Kunsthaut, die man in so einem fucking Tattoo-Set bekommt aus China. Warte mal, das ist auch gar kein Tattoo-Studio, kann das sein? Ich würde aber jetzt hier eine 8 und hier eine 7 machen. Der trinkt dann auch ein Bierchen, sehe ich gerade. Was ist denn hier los? Also spiegelverkehrt sozusagen. Ja. Bist du gut im Training? Ich kann es auch so machen. Sag mal, das ist ja auch gar keine Liege. Aber bitte. Also ich mach die 8 liegen. Bin ich auf Schienbein hier. Okay, ihr wisst es bestimmt besser und ich denke mal, da werden noch ein paar drunter kommentieren, was hier passiert. Das sieht hier, weil hier oben so eine Zahlen auch stehen, das sieht irgendwie, warte mal, ich muss ganz kurz noch was angucken. Genau, die bewegen sich auch. Sieht aus wie bei Twitch irgendwie, als wären die live oder sowas, oder? Oder bin ich jetzt wieder falsch? Liege ich falsch, meine ich? Will ich mache quasi die ab. Ja. Die liegt quasi für dich. Wie die macht. Alter, jetzt sehe ich das ja erst an der. Guck mal, die Tattoo-Maschine. Hallo, Leute, guckt euch das an. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist aus so einem Tattoo-Set, so ein China-Ding. Ach du Scheiße. Okay, bin gespannt. Nee, wo soll ich das hier machen? Ich mache jetzt erst die ab. Das Einzige, was jetzt scheiße ist, ne? Ich glaube, das bleibt in dieser Kameraperspektive. Das heißt, es wird nicht näher rangezoomt oder irgendwie genommen, dass wir einfach einen anderen Bereich haben, der gefilmt wird. Fuck, weil das hätte ich gerne gesehen. Kannst du so einen Zentimeter machen oder nicht so ganz so tief? Also ganz kleiner. Aber stich noch nicht ganz so tief rein, okay? Okay, hier, ey Leute, warte mal. Warte mal, lass erstmal hier kurz. So, Felix, jetzt bitte nie gegen den Tisch oder so treten und bitte chillen kurz, okay? Okay, Felix, bitte. Was? Okay. Dann ist irgendwas mit. Ist der Gummi raus? Ey, die hackt doch nicht jetzt einfach da drauf rum, oder was? Guck mal bitte, perverse Fresse halten. Vielleicht wegen der Farbe? So, Leute, aber da kann man das sehen, ne? So macht man das. Nicht so wie in meinem vorigen Video von dieser Caramella Karamell. Das ist safe ein abgekatertes Spiel gewesen. Hier kann man das genau sehen. Das ist Re-Motherfucker. Ja, hier wird einfach reingerammt in die Haut und dann ist gut. Ist natürlich lustig für den Spaß, aber hygienemäßig und was die Tattoo-Kunst betrifft, ist das natürlich völlig für den Arsch. Ne? Ist ja wohl klar. Allein, dass die Bierpulle da schon steht, was jetzt nicht heißt, dass man nicht trinken darf beim Tätowieren. Nur vor dem Tätowieren sollte man nicht trinken, beziehungsweise den Tag davor. Während dem Tätowieren kann man ruhig ein Bierchen trinken. Das ist gar kein Thema. Hallo, weiter. Lass mal bitte ein Tattoo machen, oder? Jetzt, mach nochmal. Wolltest du mal ein Tattoo machen, oder? Er hat sozusagen das Fußpedal. Viele tätowieren ja auch noch mit dem Fußpedal, aber man, also davon abgesehen, dass es jetzt hier ein altes, was heißt ein altes, ein Tattoo-China-Set ist, das meine ich jetzt nicht. Da müssen wir von wegkommen, aber es benutzen einige noch. Und er da drüben hält das und ist ja unglaublich. Mach mal an. Ja. Hector, hör nicht rum, du Arschloch. Bist du bereit, Hector? Ja, aber vorsichtig. Oh, die Nadel ist schon mal stehen geblieben. Das heißt, zu wenig Saft eventuell drauf. Nicht stehen geblieben, stecken geblieben, meine ich. Hector, hör nicht rum, du Drecksau. Alter, wer ist denn das im Hintergrund? Das ist ja unfassbar. Das ist ja wie in so einem Bahnhof, weiß nicht, in so einer Bahnhofbank. Hat jemand ein Tuch zum Wischen? Ja, hier Zeba oder sowas. Ja, da ist ja, genau. Zeba ist schon mal gut. Das ist übrigens das Beste, was ihr machen könnt. Das ist übrigens kein Zeba, glaube ich. Da sind nämlich so bestimmte Sachen drauf abgebildet. Ich glaube, Zeba hat das nicht. Wenn dann nur am Rand. Zeva ist das Beste, was ihr benutzen könnt. Alle anderen werden irgendwann beim Wegwischen der Farbe quasi
das zerblättert, also das zerfleddert so, das wollte ich gerade damit sagen. Das sind so Krümel dann auf der Haut, die hinterlassen werden durch dieses Papier, deswegen nur immer Zewa benutzen, dann habt ihr ein schönes, reines Tuch zum Abwischen. Genau, genau, das ist immer Tupfen. Also, dann läuft man die rum, der Hektar macht schon mal. Ja, noch so ein bisschen Farbe. Ja. Ich brauch den halt Festzeit, okay, okay. Digga, konzentrier dich mal auf das. Ah! Ey, boah, das ist so krass. Wollen wir nicht? Vor allem da oben steht From Norman Ritter. Riecht gut. Hat jemand Seifenwasser? Aber Seifenwasser? Aus. Sieht aus wie so ein verkrüppeltes Haar. Ah, das passt schon. Aber es sieht geil aus. Was ist denn da los im Hintergrund? Oh, das I, das tat gerade echt weh. Was tun wir nicht so rum, ey? Oh, dieser Name Hector Panzer, ich kann nicht mehr. Ey, ist das schon unglaublich hier. So. Das ist ein Hardliner. Jeder weiß das. Wir machen das gerade völlig unsteril und einfach so hier in den Zimmer. Ah, er sagt es aber selber sehr gut. Im Zimmer, ja, im Zimmer passiert das, ne? Ah ne, das war ja schon wieder Hamburgers, ey. Und irgendwelche Vorbereitungen? Und? Wir haben uns doch vorbereitet, Hector. Das ist, glaube ich... Don't worry, no stress. Hector, Mann, ey, der Name ist so krass, ich kann nicht mehr. Oh, scheiße, mein Mikrofon. Ja. Ah, Mikrofon, ne, wie sich das anhört. So. Weiter geht's. Ah. Was? Mach nochmal Licht. Mach mal Licht. Zeig's mal in die Kamera, geht das? Gut, naja, nee. Das ist scharf gestochen zumindest. Ich würde ja... Mich würde ja mal interessieren, was für eine Farbe sie benutzt haben. Was für eine Nadelgröße, Stärke meine ich. Mit was sie da für eine Voltzahl tätowieren. Und ob sie überhaupt irgendwie desinfiziert haben oder so. Weil er drückt da so mit seinen Fingern rum, Alter. Wenn er vorher gepopelt hat bei irgendeinem Jochim, dann war's das, ne? Bis auf den Knochen. Jemand Wasser oder so? Ja, ja, ich kann immer bitte zum Tupfen. Ja, so ausspucken. Mach mal nach. Nee, Alter, ihr kranken Scheiße. Ich kann nur immer Wasser. Ja, ist ja gut, ich muss erstmal. Auch wie. Das sieht aus wie so ein Kinderzimmer. Hier schnell mal so einen Nachtschrank genommen. Beinruf hier packt wie so ein Stück Fleisch. Let's go. Das Fokussieren ist viel wichtiger als die Gesundheit eines Menschen. Also, warte mal kurz, ich hol mal Wasser. Aber es sind sympathisch, die Jungs, auf jeden Fall, muss man sagen. Besonders der mal, der hier an der Bahnhofbank, der mal von hinten grillt. Riecht gut. Das würde dann nochmal, ja, wenn das abgeht, nochmal nachstechen. Ja. Grinst mal weiter. Tu mal so, als würdest du das Ding. Grinst mal weiter rein. Grinst mal weiter rein, Hector. Ach, das ist ein Foto. Der ist geil, ja? Dann kriegst du nochmal eine Schändung, dass wir raus können. Das sieht man ja gar nicht. Aber ja, aber es sieht gut aus. Also, es hätte schlimmer werden können. Das muss aber erstmal verheilen. Du hast auf jeden Fall eine schöne 8 gemacht. Das ist ja ein Unendlichkeitszeichen. Die kennt sich auf jeden Fall schon ein bisschen aus. Ne? Die ist ja auch schon gut voll tätowiert auf jeden Fall. Die hat so eine ganz leichte Ahnung. Also, ich rede nur von ganz dezent leichter Ahnung, ja. Eins will ich nicht reden, aber ich auch selber. Aber beim I musst du mal so einen Kreis machen, wo du nicht direkt so einstichst. Aber die machen immer so. Geil. Das hätte ich auch gerne. Das sind halt wirklich. Ach, guck mal, du hast so viele Kunstwerke in deinem Körper. Ja, aber weißt du, wir tätowieren ist was ganz anderes, wie tätowiert werden. Ja, okay. Ist der Schwamm. Nicht Schwamm. Ist das ein Schwamm? Digga, ist das ein neuer Schwamm? Gib mir ein Tuch. So gut wie, ja. Verpiss dich, Alter, das ist eine offene Wunde. Gib mir mal ein Tuch. Ich hole mal einen neuen Schwamm. Schwamm, das habe ich jetzt erst gesehen. Alter, ein Schwamm, hier kommt er mit so einem Bierkrug-Glas. Was ist denn hier los? Ah, gib mir ein Tuch. Wow. Tuch? Da, ein Tuch. Da, Schänder. Maxi, du kleine Kinder. Oh, Schänder, denkst du eigentlich mal einen Meter mit oder so? In der Nähe. Willst du da schon Infektionen bekommen oder was? In der Nähe. Na, dann mach doch nicht so eine Scheiße. Der Schwamm ist doch neu. Alter. Ja, okay, was zum Defizieren ist schon feingewischt. Aber guck mal, hier hättet ihr mal was gesagt, ich habe echt das Intuition zu Hause. Alter. Warte, das muss ja unbedingt hier. Guck mal. Das ist ja geil. Das sieht voll geil aus. Ja, das ist eigentlich ist das. Aber es muss noch verheilen. Ja, auf jeden Fall. Der I-Punkt. Alter. Das ist geil, oder? Das ist wirklich. Diesen Mann wurde jetzt wirklich in Tattoo gestochen. Statement dazu? Naja, schiebt mich da einer. Okay, warte, Max. Das ist krass, Alter. So, das müssen wir mal den Leuten zeigen hier.
Ja. Dein krasses Shirt an, damit der ist aus wie eine Pizza als Diamant. Genau so, perfekt. Stech hier mich. Geil. Elias? Jo. Diese Tattoo-Maschine, das ist so die schlimmste Grotte, die du kriegen kannst. Mit dem Gummi noch drum und so. Ist, glaube ich, nichts eingepackt. Alles hier, Kabel hängt einfach so rum. Die Ditchen, das ist so gut. Präsentier es mal kurz. Ist es nicht? Mach es nicht nach. Jawohl. Sie haben jetzt ein 8E-Tattoo. Jawohl. Vielen Dank, gute Dame. Für deine Dienste. Ausgezeichnet. Ja. Alter, komm mal näher mit deinem Fuß. Komm mal näher mit deinem Fuß. Das war mein Bier. Oh, Junge, über die Tattoo-Farbe. Oh, nee, das... Kann nicht mehr. Ja, das nie auf den guten Tag. Die Tattoo-Farbe umgekippt, wieder einfach so hinpacken. Ach, scheiß drauf, zack, geht weiter. Bitte nicht. Ey, was cool, wie soll ich jetzt anschauen? Ja. Da sieht man das nie. Nee, du musst aufstehen, Läufer. Hier, guck mal, Fuß auf den Tisch da. Ja, warte. Ja, Fuß auf den Tisch. Ja, warte. Ja. Warte mal. Ah, wir werden jetzt sehen, das Ergebnis, sehr gut. Oder auch nicht. Das ist geil. Na, hier, kann man einer mal leuchten mit dem Handy? Yeah. Junge, doch, man sieht's. Ja, aber es ist... Leuchte mal einer hier kurz. Ja, Moment, meine verdammte Fresse. Junge, das 8i-Tattoo. Boah, das ist geil. Das ist geil. Der besoffene im Hintergrund. Geil. Nein, es ist nicht. Alter. Warte. Ich glaube. Aber wenn ich mir auch die Farbe so angucke, ist das richtige Bleifarbe, Alter, aus China. Also so sieht jedenfalls so danach aus. Das ist richtig gefährlich, was ihr da macht, Jungs. Einer schreibt, ich glaube, der Kron ist. Bleifarbe ist richtiger Albtraum. Also ich nenne es die China-Farbe. Ihr solltet immer nur Farbe benutzen, wirklich, die ein europäisches Siegel haben. Ganz klar, also sprich, die einfach abgesegnet wurden von der deutschen Norm quasi, sage ich jetzt mal dazu, weil alles andere könnte pures Gift sein für den Körper. Ihr wisst gar nicht, was da alles passieren kann. Es kann im Blut gelangen, dir kann es dadurch öfters schlecht gehen. Es muss eine Bluttransfusion durchgeführt werden, sprich gewaschen werden, das Blut. Ey, ihr glaubt gar nicht, was da alles passieren kann. Ist tot. Ey, ist geil, ja. Ey, der Kohl muss nachziehen, Alter. Das ist der einzige Tätowierte hier. Was? Was, Alter? Gut, an dieser Stelle haben wir ja gesehen, was los ist. Ja, wie soll ich sagen, ist schon ein großer Albtraum, was da passiert ist. Aber sehr unterhaltsam, aber sollte man auf keinen Fall nachmachen. Das ist schon... Alter. Mein lieber Scholli, du. So, an dieser Stelle, gib den Däumchen, Fläumchen nach oben. Man, hier, wisst schon, hier so ein Like. Hier, ne, Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mensch, ich bin so produktiv, 2 Videos hintereinander. Ich denke mal, das eine kommt. Nee, Quatsch. Wenn das hier kommt, ist das andere schon gewesen. Gut. Bis denne. Antenne, haut rein.